Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow of the Tomb Raider. Wir sollen irgendwie Gas holen. Und der Tweezers. Wir sollen hier durchreiten. Ach doch, warte mal. Das nehmen wir noch kurz mit. Wenn wir schon gerade da sind, ein bisschen Jade Kanisha. Schauen wir mal, was der Pfad der Angst ist. Okay, hier kommt man nicht durch. Da oben liegt was. Moment. Nicht weiter. Dann würde ich sagen, tauchen wir weiter. Wir sollen finden ein Gas. Ein weißes Gas. Geht's denn hier lang? Das sieht auf jeden Fall schon mal nach irgendeinem Weg aus. Nein, bleib da. Und so werde ich wahrscheinlich auch rüber müssen. Geht nicht. Sehr seltsam. Einmal probier's noch. Ich kann auch keinen Doppelsprung machen, wie man eigentlich vermuten könnte. Jetzt geht's doch. Also manchmal verstehe ich's nicht. Ich sehe jetzt da irgendwie keinen Sinn drin. Ja, wahrscheinlich soll ich da hin, aber ich glaube, das ist nur Ablenkung, kann es sein. Ach, ich muss da drüber. Na, das wird dann Spaß. Yeah.
Hat er schon jetzt die ganzen Male gut funktioniert hier mit Hüpfen und. Kannst du mal ein bisschen hochkommen? Ich würde mich dann heben, ich würde gerne mal schwingen. Ich kann die nicht schwingen. Warum nicht? Doch, jetzt geht's. Moment. Kurz mal den hier machen. Nur um zu schauen, ob es hier was gibt. Schöner Außenpoolbereich. Ach, hier geht's weiter. Ah, da Angst ist also eine Kletterpartie. Kann man machen. Man kann es aber auch lassen, ehrlich. Wenn ich hier lang kann, gibt es ja dann irgendwas? Oder ist das einfach nur wieder... Das habe ich mir schon gedacht, weil unten das sah so kaputt aus. Gut, hier sieht alles kaputt aus, aber... Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich... Hallo? Deine Haare passen nicht. Kannst du mich hören? Sie kann ich hören. Und K.O. Aber bitte nicht wieder Backflashes. Also seit dem zweiten Teil übertreibst du es damit wirklich. Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama! Sind wir da, wo wir letztes Mal schon waren, oder?
Ja, was wird das? Ich habe das Gefühl, wenn ich den Dingern zu nahe komme, dass sie mich schnitzeln. Wie sieht's aus? Nö, noch ist nichts passiert. Aber ich komme hier auch nicht vorbei. Aber ich kann die so auch nichts machen. Hä? Das macht gerade wenig Sinn. Kann ich euch bewegen? Nein. Das bringt auch nichts. Ja, aber bei der Tür konnte ich ja gerade nichts machen. Jetzt geht's. Tür ist zu. Ich weiß über. Was ist mit der Tür? Bitte der uns da verzeihen. Warum sind wir im Glaskreis? Und fernen wir uns das Gesicht gleich. Schicke Beleuchtung. Den Gang kennen wir doch. Sonst sind wir heute schon mal hochgeschwommen. Nicht heute. Also, in der heutigen Aufnahme ist ja schon, ich glaube, vor 3 Folgen. Wann haben wir uns eigentlich umgezogen? Ich muss kurz nachladen. Nö.
eines. Oh, warte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Munition verbrauche. Ah ne, ich habe unendlich Munition. Habe ich noch eine andere Knarre? Nein, habe ich nicht. Die Seiten schon gesehen, du. Ich glaube, das sollte so sein. Jetzt sind wir am Dings der Toten. Fürs der Toten. Und wir haben mal da aufgebahrt. Jonah. Scheinbar niemanden. Weißt du, dass du das alles warst, Lara? Option zu sein. Lara, bitte! Jonah, wo bist du? Ich hab Angst. Ich kann die Ort nicht atmen. Das hast du nicht so lange, Lara. Oh Gott. Lara! Lara! Ich hab Angst. Hier. Jonah! 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 Lara! 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 Lara, bitte hilf mir! Ich hab Angst! Ich kann hier unten nicht atmen! Jonah! Ich bin schon da. Jonah! Warum hast du mich hergebracht, Lara? Warum tust du mir das an? Ich hab dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Jonah. Du weißt, was du zu tun hast. Weiter. Tu es. Was? Was? Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Nein, ich würde nie. Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tot oder verdammt. Du weißt es, spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Nein! Hey, ich bin's, Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Hunahan und Hunshiven? Ja, sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Aha.
Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ja, das hat die noch nie, aber ja. Speicher den halt mal. Schaden kann's ja nicht. Huhn Ahan und Huhn Cheven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Woher weißt du das? Oder redest du nur? Ja, hier ist was zu hüpfen. Und da drüben ist was zu laufen und zu hüpfen. Und da ist einfach nur was zum Abstürzen. Dann würde ich sagen... Hey! Nehmen wir mal den Gang hier. Und ich glaube gerade, es wäre völlig egal gewesen, wo wir langgelatscht wären. Halt, weiter runter. Moment. Ah, das ist eine Schnur zum Spannen dann. Alles klar. Hey! Da hoch? Vielleicht. Schenkt sich aber auch nichts, wie es aussieht. Hm? Da ging es tief runter. Ein bisschen zu spät gesehen. Das scheint mir der Risikoärmere. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. Okay, es scheint also nur. Oder? Vielleicht mal von hier aus probieren. Nein. Alles klar, es wäre so nur in eine Richtung gegangen. Moment. Was kann ich damit anstellen? Ziehen ist hier nicht. Kurze Frage. Wie komme ich darüber? Moment, hier ist noch was. Aha, so komme ich darüber. Das war knapp. Bleibst du da? Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Ich kann da runter. Das habe ich schon gesehen, aber Moment, hier ist was zu lesen. Sozusagen. Es zeigt eine Menschenprozession, die ins Tal der Götter kommt. Geleitet von Geräuschen oder Gesängen. Alle tragen ihr Hab und Gut bei sich, sowie Dinge, die aussehen wie Weihopfer. Sie müssen Anhänger sein. Die Affenzwillinge wurden nicht von allen verhöhnt, nachdem sie aus Paititi geflohen waren. Einige verehrten sie auch. Das sieht auf, sonst könnte man es einfach aufbrechen. Dann machen wir das mal, ne? 1, 2 und 1 aus 3 und auf geht die Tür. Bitte sag mir nicht, dass es schon wieder so ein komisches Windpusterätsel ist. Nehmen wir Schalter. Okay, der Rückweg ist versperrt. Ja gut.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mardasch.